Szenen der Panik an der rumänischen Grenze zur Ukraine, einem häufigen Ziel russischer Bombenangriffe auf ukrainische Häfen am Donauufer. Mehrere Drohnen trafen am frühen Dienstag Hafeninfrastruktur und Getreidelager in Izmail. Der rumänische Hafen Isaccea wurde vorübergehend geschlossen. Die Menschen in der Stadt sind verängstigt. Auch die benachbarte Region Odessa wurde von Kamikaze-Drohnen attackiert. Ein Lagerhaus wurde getroffen und Dutzende Lastwagen in Brand gesetzt. Zwei Fahrer wurden bei den Explosionen verletzt. Ein ähnliches Szenario spielte sich in dem Dorf Pivnice in der Nähe der östlichen Stadt Toretsk ab. Diese Bilder zeigen den Moment, in dem ein Team von Feuerwehrleuten die Flammen bekämpft und versucht, vor einer neuen Explosion in Deckung zu gehen.